Also ein Antrieb. Feuer wütet in einer ihrer Fabriken. Das ist die Campingstuhl zum Teufel. Doch, das ist richtig. Doch, war richtig. Alles gut. Ihre Majestät hat die seltene Gabe eines weichen Herzens und eines harten Verstands. Oft ist es bei Monarchen ja andersherum. Oh, das ist teuer, Alter. Okay, einmal geht noch und dann... Wo sind nur all meine Musen hin? Nee, es ist einfach nirgendwo was da. Der Hafen wird angegriffen. Leppig. Die Flammen wurden... Ja, der ist aufdringlich, ne, der Kollege. Ihre Insel wird angegriffen. Ah, soll er machen, meine Güte. Bereit zum Einsatz. Soll er machen. Wenn er sich besser fühlt, soll er es machen. Soll er es machen und sich besser fühlen. Neue Befehle? Die Attraktivität ihrer Stadt hat... Hauptsache, der kann halt... Der muss erstmal angreifen und kann die Insel nicht sofort besiedeln. Das ist mir wichtig. Schlachtkreuzer bereit. So, der Schlachtkreuzer Admiral General Kupra wird erstmal beladen für die Expedition. Rettungseinsatz. War das das? Ich sehe direkt ins Auge des heraufziehenden Sturms. Schließen Sie der Expedition der Vertrag ab. Siehst du? Hast du das falsch gemacht? Lol, das war doch, das ist so ein Billo-Auftrag. Ich bin bereit. Prosperity-Vertrag. Schiff zuweisen. Das kann auch theoretisch. Das kann auch theoretisch die Campingstuhl machen, meine Güte. Ja, das kann die Campingstuhl machen. Und dann machen wir das hier so, die Campingstuhl dahin. Hey, nur fair. Okay, ich dachte gerade, er hat bei uns gekauft. Alles gut. Redegabe könnten wir noch was machen. Mal gucken, da finden wir da bestimmt irgendwas Schönes hier. Redegabe, 25%. Auf jeden Fall erstmal Ration, das ist wichtig. Und weil wir gelernt haben, Redegabe 10. Nein, gut, das brauchen wir nicht so viel. Einmal B reicht. Ration können wir theoretisch noch Brot mitnehmen. Kampfkraft wäre noch was. Ich glaube, Kampfkraft kriegst du auch nur durch Items. Gefechtskunde. Jagdglück, Navigation. Kampfkraft 15. Kampfkraft 10. Kampfkraft 15. Fleischermeister. Alles klar. Redegabe 20. Redegabe 10. Nee, dann nehme ich lieber das Bier mit. Das macht mehr Sinn. Kampfkraft 25. Nehmen wir die Polizeidame mit. Und dann haben wir eigentlich alles voll. Wir könnten auch Geschick mitnehmen. Navigation, Jagdglück, Navigation, Gefechtskunde. Heilkunst und Geschick. Haben wir Geschick schon? Brauchen wir eigentlich auch nicht. Also wir können das mal freihalten, wenn wir dann irgendein Item bekommen. Ich denke mal, es ist nicht verkehrt. So. Mögest du eine gute Reise haben. So, dann machen wir dich hier. Die CWS Admiral, nee, die Admiral General Kopra. Die bekommt den Rettungseinsatz oder die archäologische Expedition. Wir machen mal einen Rettungseinsatz. Ich sehe direkt ins Auge des heraufziehenden Sturmes. Sie wurden informiert, dass ein Unfall auf See stattgefunden hat. Es ist unsere Pflicht, alles und jeden zu retten. Spielstand gespeichert. Oh oh. Oh oh. Tipptopp. Kampfkraft. Eventuell sollte ich da die Polizeidame wieder mitnehmen. Kampfkraft 15. Redegabe 25. Ich habe kein anderes Item, was so viel Kampfkraft wie die Polizeidame bringt, ne? 15, 10, 15. Salot ist nett. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Nein, liebes Anno, es passt ganz gut gerade. Geschick 20, Geschick 20, Geschick 20. Navigation, Geschick. Ich brauche Kampfkraft. Ich brauche Kampfkraft 5 vom Mart. Ja, da hätte ich jetzt ganz gerne die Polizeidame dabei. Warte mal, kann ich die eine Expedition noch zurückrufen? Nein.
Ja, der ist schon zu weit weg. Verflucht. Ich stehe zur Verfügung, falls Sie jemals eine helfende, wenn auch leicht arthritische Hand benötigen. Eine leicht arthritische. Weißt du was, dann machen wir? Machen wir nur Piratenjagd. Das passt besser. Ich glaube, für die eine Geschichte brauche ich dann doch eher lieber mein Hauptschiff. So, die Pirate Killer, ne? Die hatte ich damals dafür ausgesondert, das hat sich erledigt. Kampfdeck bereit machen. Piratenjagd. Schiffsweisen. Generaladmiral Kupra. So. Da geht das auch so. Kampfkraft 15. So, zack, buff. Geschick. Geschick. Das können wir auch über ein Item machen. Könnte man aber theoretisch. Heilkunst. Geschick 30. Redegabe. Gefechtskunde. Geschick 20. Schiff unter Beschuss. Machen wir mal die Linsendesignerin. Geschick 30, Heilkunst 10. Hier hatten wir Heilkunst 45, Geschick 20. Oh nee, komm, machen wir den Salvador. Und Ration brauchen wir halt dafür. Das ist so das einzige Problem jetzt an der ganzen Geschichte. Schiff unter Beschuss. Du willst mich doch flachsen hier. Jan Philipp, tu mal deinen Dienst. Bereit machen zum Feuer. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. So, die Frage ist halt echt. Kampfkraft 15. Geschick. Navigation, Jagdglück, Navigation, Gefechtskunde. Ich habe nichts bezüglich Kampfkraft. Willst du mich verarschen? Befehle? Gefechtskunde auch nur. Gefechtskunde. Haben wir hier noch irgendein Item bezüglich Kampfkraft? Wo sind nur all meine Musen hin? Auch nicht. Das ist schon belastend dann. Es ist doch irgendwie ein bisschen unpassend. Bisschen sehr unpassend. Ein guter Kapitän. Also ich kann ja jetzt natürlich Ration reinkloppen, ne? Haben wir das voll. Problem ist, sobald halt irgendwas auf dem Weg zum Aufsammeln ist, kann ich das nicht mitnehmen. Höchstwahrscheinlich Gefechtskunde. Ja, Gefechtskunde haben wir abgedeckt. Komm, machen wir mal einen El Salvador, machen wir mal weg. Weil Geschick möglicherweise kann passieren, muss aber nicht. Dann hebe ich mir den einen Slot lieber auf. Eines Tages an diese Küste zurückkehren. Expedition beginnen. Die Admiral General Cobra. Piratenjagd. Und zwei Schiffe haben wir hier noch. Die haben dann hier eher die defensivere Aufgabe, ne? Spielstand gespeichert. Befehle? Wieder den Schwanz einzieht. Das ist zum Kotzen. Ah ne, okay, er tritt um. Schiff unter Beschuss. Oh, er wird auch noch angegriffen. Ist das mein Hafen zufällig? Ja, ne, das ist kein Wacker. Kein Wacker ist das beste Dorf der Welt. Warum gucke ich eigentlich dem hier zu? Ich müsste meinem eigenen Schiff zugucken. Schade, kein Mörser. Feuer frei! Der Dreck der Gosse klebt ihnen unter den Sohlen. Ja, blöd, ne? Anpissen und dann Schwanz anziehen. Schade.
Tschüss. Castilia 3. Kampfdeck bereit machen. Ja, der ist weg. Weißt du was? Dann hier am Umdrehen. Das muss ja nicht mehr sein, dem nochmal hinterher zu fahren. Und dann kann ich mir mal theoretisch, jetzt nicht mehr für heute, aber dann für direkt für die nächste Folge, mal Gedanken machen bezüglich der Investoren, was ich dann alles dann Schönes brauche. Momentan haben wir die Ingenieure, die wollen noch Brillen und die wollen auch Glühbirnen. Dafür brauchen wir Glas. Glas haben wir hoffentlich noch auf Vorrat und ich glaube, da haben wir auch noch unsere Produktion noch nicht komplett ausgebaut. Nein, ich glaube, da haben wir unsere Produktion noch nicht mehr im Ansatz ausgebaut. Mir fehlt noch einiges an Material. Okay, doch. Scheiße. Habe ich da ganz zufällig das verlagert und nicht weitergebaut? Doch, da oben. Kommt aber anscheinend nicht mehr hinterher. Quarzgrube. Richtig hart abquarzen. Das Lager ist voll. Ich bräuchte mal eine kleine Umstrukturierung. Und zwar hier. Einmal das nach da. Müsste eigentlich passen, wenn ich das hier vernichte. So. Haben wir voll? 144, passt perfekt. Und schaut auch noch gut aus. So. Da haben wir jetzt 3 Quarzgruben. Ich denke mal mit der Glaserei, die sollte jetzt deutlich hinterherkommen. Das können wir eigentlich auch noch heute machen. Glühfadenfabrik. Dafür brauchen wir noch Kohle. Haben wir Kohle hier? Also wie viel Kohle? Schiff unter Beschuss. Habt ihr nicht gesehen? Da war eine Ruine. Weißt du, Kollege, wenn du die ganze Zeit hier angreifst, ne? Dieses Schiff haben sie gefunden, doch es sind bereits weitere auf dem Weg. Ja, da sollen sie hinterherkommen, ist mir doch scheißegal. Ich park mal die Schiffe hier oben. Nur für den Fall. Man weiß ja nie. Dann stehen sie halt schon mal auf Abruf. So, hier läuft hoffentlich das mit dem Rum. Noch härter und länger arbeiten. Habe ich hier gerade eine Beschwerde gehört? Das toleriere ich aber nicht. Hauptsache, wir haben Holz auf Vorrat. Haben wir nicht so. Na gut. Kriegen wir aber hin. Eventuell können wir hier. Reicht das mit dem Stein? Können wir nämlich hier Pflastersteine bauen? Weil das ist ja schon ein relativ wichtiges Industrieviertel. Zumindest hier den Kern können wir bauen. Dann ist schon mal der Teil, wo die meisten Wegen sich aufhalten, ist schon mal gut gepflastert. Dann geht das schon mal voran. Schade, können wir nur in der alten Welt bauen. Das wäre lustig. Die Rumfabrik hier richtig aufmotzen. Problematisch ist halt, dass wir leider Gottes in der alten Welt auch keine Rumfabrik bauen können, oder? Wäre ja eine Überlegung wert. Verbrauchsgüter. Oder? Ah, verdammt. Das wäre es jetzt gewesen, wenn man im Prinzip die Rohstoffe in die neue Welt bringt, in die alte Welt bringt und in der alten Welt dann mit Hilfe von Strom den Rum richtig produktiv zubereitet. Schade. Bis ans Ende der Welt. Sagt, dass ihre Expedition unterwegs ist. Ja, mal gucken, was bei rauskommt, ne? Mal gucken, was bei rauskommt. So, ich wollte gucken, Kohle. Kohle haben wir nichts. Rein gar nichts. Haben wir hier die Kohleminen schon alle aufgebraucht, die wir haben? Steinkohlevorkommen? Wie im Gefängnis. Ja, haben wir aufgebraucht. Und die war bis eben gerade noch kaputt. Dann haben wir hier noch Steinkohle. Wie ich es vorhin schon einmal erwähnt hatte. Da würde ich tatsächlich sagen, dass wir hier nämlich die Steinkohle, pass auf, hier die Steinkohle nehmen. Und eventuell auch schon hier verarbeiten. Elektrizität optional. Er ist natürlich blöd. Hier wäre Strom schon irgendwie ganz geil. Steinkohle. Haben wir dann dreimal Stein. Hätten wir dreimal Steinkohle. Zweimal reicht aber für den Anfang. Okay, wir haben 15 Sekunden. Das bedeutet.
innerhalb von... Die beiden... Oder nehmen wir mal eine. Eine produziert im Prinzip Kohle. Das ist nur grob... Deswegen reichen die beiden. Eine produziert in einer Minute für 4 Einheiten Kohle. Also für 4 Glühfädenfabriken. Das bedeutet, wir können im Prinzip 8 bauen jetzt auf der anderen Insel. Ob ich das machen möchte, sei es mal dahingestellt. Das sollte eigentlich erstmal hier reichen. Kein Lagerhaus? Was, kein Lagerhaus? Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? Ja, weiß ich auch nicht. Lagerhaus ist doch hier um die Ecke. Muss halt nur 3 Meter laufen. Oder ist es jetzt schon wieder zu viel? Für den feinen Herrn. Wollen wir da streiken, oder was? Würde ich denen ja zutrauen. Dem faulen Pack. Nur am Meckern und alle 3 Minuten am Streiken. So, und dann würde ich theoretisch, weil es einfacher ist, glaube ich. Dann haben wir nämlich den Platz hier hinten frei. Lagerhaus verbunden, sehr schön. Und dann müsste ich mir noch Gedanken über die Route machen. Weil wir haben ja jetzt im Prinzip... Richtig so. Fressen Sie den letzten Tropfen aus diesem Fisch. Was ist mit dem Fisch? Wir können ja dafür Kohle nehmen. Das Schiff fährt ja auch relativ oft. Also das ist ja schnell unterwegs. Alternativ könnten wir natürlich auch hier noch. Das ist halt nur die kleine Delphi. Ich glaube, es ist nicht verkehrt. Dann machen wir das so hier. Und dann kommt hier wieder Fisch hin. Dann ist das ja halt hier die Route im Prinzip für Fisch. Die Versorgungsroute, die ist relativ wichtig. Also das ist nur, es ist nur Fisch, aber Fisch ist relativ wichtig. Weil ansonsten, ich habe halt hier keine Fischfabriken mehr. Admiral, Admiral! Wir brauchen Sie, Admiral. Verfolgung der Pyphoria. Die Pyphoria entkommen mit dem Vertrag. Das ist übrigens für die Hauptmission. Im Schutz des Pulverdampfes der Schlacht setzt sich ein kleines Schiff aus dem Scharmützel ab. Der ganze Angriff muss ein Ablenkungsmanöver gewesen sein, um die Übernahme der Papiere und die anschließende Flucht zu ermöglichen. Sie und Hannah werden die Wahrheit nie erfahren, wenn sie sie nicht zurückholen. Das Schiff... Was kommt da eigentlich für Sachen? Ach, hat den Handel abgeschlossen. Das Schiff hat einen ordentlichen Vorsprung, aber im Falle einer Verfolgung könnten sie es vielleicht einholen. Da nur wenige Häfen in der Nähe als Zuflucht in Frage kommen, könnten sie aber auch versuchen, ihr mutmaßliches Ziel zu bestimmen. Gut. Wir haben jetzt hier Navigation. Das Schiff fliehen lassen und versuchen, den Zielhafen zu ermitteln. Oder dem Ausguck vertrauen, dass sie in Reichweite bleiben. Erfolgschance plus 60 oder plus 15. Ich würde mal sagen, plus 60 ist schon netter. Da, wir haben sie, strahlt ihr Navigator. Sehen Sie, hier, der Finger zeichnet eine Route hinter die Insel Ventura nach. Bemerkenswert, wie wenige Möglichkeiten sie haben. Montoya ist der einzige Hafen im Umkreis von über 100 Seemeilen, den sie gefahrlos anlaufen können. Und tatsächlich fangen sie eines der winzigen Schiffe von Montoyas glitzernder Bucht ab. Es mag ihrem eigenen Schiff nicht gewachsen sein, aber wenn sie es versenken, wird der kostbare Vertrag wahrscheinlich ein Opfer der Wellen. Okay. Versuchen das Schiff zu entern, 25. Versuchen das Schiff bewegungsunfähig zu machen, plus 150. Also das ist mehr als sicher, wenn das hier scheitert. Was wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Ins Schwarze, der perfekte Schuss. Wenngleich ein schmales Ziel, bricht Damas durch und begräbt einen Großteil der Mannschaft unter einem Gewirr aus Segeln und Takelage und das Schiff liegt tot im Wasser. Nachdem sie das Schiff übernommen haben, findet ihre Mannschaft eine raffiniert aussehende Maschine, aber keine Spur des Prosperity-Vertrags. Sie gehen davon aus, dass er bereits in Montoya den Besitzer gewechselt haben muss und laufen umgehend den Hafen an. Wir haben bekommen anwendbar für Kriegsschiffe, Flammenwerfer. Das Schiff spuckt nun Feuer und setzt den Feind in Brand. Schaden pro Schuss minus 40%, Angriffsgeschwindigkeit plus 100%, Angriffsreichweite plus 50%, Dauer 10 Sekunden, Aufladung 30 Sekunden.
Gefechtskunde 30. Ich glaube, ich habe auch schon das optimale Schiff dafür. Also jetzt haben wir es noch nicht, aber dann... Ich sag nur Monitor. Annehmen. Zusätzliche Rationen bereitstellen und fortsetzen. So, hier gibt es noch keine Neuerung bei Piratenjagd. Das wird schon. So, was wollte ich sagen? Ach genau, Fisch funktioniert. Fisch läuft. Haben wir eigentlich das Schiff vom Kollegen hier kaputt gemacht? Ja, ne? Wir können natürlich auch eine Hafenblockade machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Ich meine, ich glaube, dem geht's jetzt schon relativ schlecht. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ein besonderer Besucher erwartet am Hafen und möchte Bürger der Stadt Ditchwater werden. Abi. Was ist denn ein Abbe? Meine Augen brennen. Ja. Bestimmt von dem ganzen Dreck hier im Schlaf. Wo ist der Kollege? Der Abi? Der Abbe? Aber. Moment, bin ich jetzt blöd? Den würde ich doch auf tausende Kilometer entdecken. Warum sehe ich ihn hier nicht? Da ist er. Beeinflusst Kirchen plus 10%. Warum? Warum sollte ich hier was bauen mit Kirche plus 10%? Da baue ich einfach eine Kirche, meine Güte. Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber Sie bedienen die ganzen Hebel. Diese Neureichen prahlen mit ihrem Luxus, während die meisten von uns gemeinen Arbeitern noch nicht mal einen Tropfen Kakao probieren darf. So hatte, egal. Ändern Sie das, Boss. Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber 8 Tonnen Schokolade. Sie bedienen die ganzen Hebel. Ja, das wollten wir auch noch machen. Ich erinnere mich. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Rindfleisch, das war nicht der richtige. Im Journalismus hält man dem Leben einen Spiegel vor und sucht nach der Wahrheit. In Zeitungen schreibt man, was verlangt wird. Veröffentlichen. 10% reicht. Wer würde Ihre Autorität in Frage stellen? Exakt, wer würde meine Autorität in Frage stellen? Natürlich wissen Sie, was das so, Beste Münzen, ist. Plus 35 gibt das. Alles klar. Das lohnt dann doch. So, dann machen wir, also Glas, das kann, denke ich mal, die Glashütte mit übernehmen, wenn die jetzt mal wieder richtig läuft. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Zumal wir auch Glas noch auf Vorrat haben. Das passt. Ansonsten baue ich halt eine nach. Und eine kann zwei Hütten... Ja, genau, eine kann zwei von diesen Hütten über Brücken versorgen. Und hiervon brauchen wir im Prinzip nur eine. Also wenn wir, ich würde mal sagen, wir bauen von beiden mal zwei. Nee, wir bauen von beiden erstmal eins. Mal gucken, wie sich das eintrudelt. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Strom. Bedeutet, das Kraftwerk muss noch angeschlossen werden. Und ich hoffe, das reicht. Spielstand gespeichert. Tja, jetzt passt das natürlich platztechnisch überhaupt gar nicht mehr. Das passt... Aber sowas von gar nicht mehr. Ja, mit der Kohle hier im Moment. Da tut es mir ein bisschen leid. Ich glaube, ich werde das mal hier gerade verlegen. Es tut mir durchaus sehr, sehr leid. Strom. Ein bisschen falsch gedacht gerade. Ich wollte es nämlich so verbinden hier. Es sieht sehr komisch aus. Warum sieht das so komisch aus? So ist richtig. Dann kann nämlich hier einmal rumfahren. Es ist halt zweigleisig gelegt, absichtlich zweigleisig gelegt, dass sie sich halt hier nicht blockieren, weil hier wird halt Öl einmal abtransportiert und kommt auch eben genauso hinzu. Zum Kraftwerk in dem Falle. So, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, das hier so hinzubauen.
Fakt ist, das hier kommt weg. Ihr habt auch so unglaublich ungünstige Platzformate, ne? Das gibt's gar nicht. Da ist für nichts. Mit den Hochrädern, das passt platztechnisch. Wir schlingern ins Ungewisse. Warte mal, dann werde ich mal gerade das nachher rüben packen. Ja, ihr schlingert ins Ungewisse. Moment, ich komme nicht sofort rum. So sollte es eigentlich passen. Gut, das hier kann ich nochmal nach oben verlegen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das werde ich auch noch nach oben verlegen. Und das hier werde ich mal auf Planungsebene dahin setzen. Dann haben wir dann doch einen passenden Platz gefunden. Weil das ergänzt sich dann ganz gut mit den Hochradfabriken. So, und er hier, wie gesagt, er bekommt irgendwann, bekommt er nochmal einen weiteren Glühbirnenfadenfabrik. Aha. Ja, ja, Moment, 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 ich kümmere mich doch sofort. Chill. Entspanne dich und genieße das wahrscheinlich anstehende Chaos. Mal gucken. Sind das jetzt beide Expeditionen, die hier ein Problem bereiten? Ja, beide.